von denen wir vielleicht lernen könnten, unseren Energiehaushalt besser zu organisieren. Wer kann bellen, ist aber kein Hund. Das ist der Fuchs. Füchse gehören zur Familie der Hunde und sind Wildhunde. In den letzten Jahrzehnten hat sich der Fuchsbestand wieder deutlich erhöht. Mittlerweile lebt er sogar unter uns. Auch in den Dörfern und Städten fühlen sich die Füchse wohl. Aber was wissen wir eigentlich über den Fuchsbau? Wie sieht's dort drinnen aus? Ein Wildbiologe der TU München will das auf ungewöhnliche Weise herausfinden. Er lebt mitten unter uns. In Großstädten ist er inzwischen genauso heimisch wie in Wäldern und auf Wiesen. Der Fuchs ist ein echter Anpassungskünstler. Heute leben 3- bis 4-mal so viele Füchse wie noch vor 20 Jahren in Deutschland. Vor allem, weil die Tollwut ausgerottet werden konnte. Und trotzdem wissen wir noch lange nicht alles über den Rotpelz. Immerhin ist bekannt, dass der Fuchs im Winter zur Paarung in seinen Bau geht und dort im Frühjahr auch Nachwuchs bekommt. 4 Wochen lang bleiben die neugeborenen Füchse dort, bevor sie sich das erste Mal nach draußen wagen. Wie genau es im Inneren so eines Baus allerdings aussieht, darüber gibt es bisher kaum Forschungsergebnisse. Christoph Janko und seine Assistentin Eva Perret, Wildbiologen von der TU München, wollen deswegen heute einen alten, zurzeit unbewohnten Fuchsbau bei Neuburg an der Donau untersuchen. Der riesige Bau erstreckt sich an der Oberfläche über mehrere 100 Quadratkilometer und wird seit Jahrzehnten von Fuchsfamilien benutzt. Also jeder weiß oder kennt das Schlagwort Fuchsbau, weiß, dass der Fuchs gerne im Bau ist. Aber keiner weiß genau, wie es denn unter der Erde aussieht. Und wir haben halt hier heute die einmalige Chance, das nachzuvollziehen und dann hinterher Aussage treffen zu können, wie tief so ein Bau ist und wie stark verzweigt die Gänge sind zum Beispiel. Denn hier soll in 2 Stunden ein Bagger anrollen, um den leeren Fuchsbau abzutragen. Erstmal vermessen die Wildbiologen aber den Bau und suchen nach Eingängen an der Oberfläche. Die Forscher interessiert vor allem, ob die einzelnen Eingänge unterirdisch miteinander verbunden sind. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern finden die Forscher insgesamt 18 Eingänge. So einen großen Bau kann kein Fuchs alleine anlegen. Der für das Revier zuständige Jäger Josef Tremmel beobachtet seit Jahren, dass hier Füchse gemeinsam mit Dachsen wohnen. Nicht ungewöhnlich für einen so großen Bau, der über Generationen hinweg immer wieder erweitert wurde. Die Hauptarbeit beim Graben übernimmt dabei der Dachs. Immer wieder hat irgendwo so einer eine neue Idee, wo er meint, er muss eine Nebenröhre irgendwie anlegen oder einen neuen Ausgang anlegen. Und somit stellt man immer wieder fest, dass neue Eingänge, Ausgänge dazukommen. Auch wieder dieses Jahr hat er einen neuen Ausgang gemacht, der Dachs speziell. Da hier in Zukunft Kalk abgebaut werden soll, muss das gesamte Gebiet in den nächsten Wochen umgegraben werden. Für die Wissenschaftler wird heute extra dieser Bagger bereitgestellt. Die einmalige Gelegenheit, einen Einblick in die verschachtelte Anlage von Fuchs und Dachs zu bekommen. Vorausgesetzt, die schwere Maschine zerstört nicht alles. Denn nach ein paar Minuten Baggern ist erstmal nichts zu erkennen. Ich denke, das war jetzt die äußerste Röhre. Um jetzt mehr zu sehen, müssen wir noch mehr in die Tiefe. Aber jetzt haben wir eine erste Schnittkante und von der arbeiten wir uns dann nach innen weiter. Um hier später irgendetwas erkennen zu können, muss äußerst vorsichtig gearbeitet werden. Nur wenn der Bau nicht einstürzt, entsteht ein Querschnitt, der etwas über die Tiefe und die Verschachtelung des Baues aussagen kann. Die große Schaufel gräbt sich so schnell in den Bau, dass auf den ersten Blick nichts von den Röhren übrig bleibt. Auf einmal sehen die Fuchsexperten dann aber doch Details in der freigelegten Wand. Ein erster Erfolg. Das ist die erste angeschnittene Röhre, die wir außen hatten. Die ist jetzt auf 2 Meter. Das heißt, wir sind schon 40 cm tiefer. Das heißt, die geht schräg nach unten und nach hinten weg. Und da haben wir schon die zweite links. Die nächste Röhre führt von hier aus gut 1,5 Meter an die Oberfläche. Nach ein paar Minuten entdeckt der Forscher dann sogar noch einen Wurfkessel, in dem der Dachs im Winter seine Jungen bekommt. Man sieht, dass das hier angedrückt ist. Dadurch, dass der Dachs und der Fuchs natürlich hier durchmarschieren, wird das verdichtet. Und man sieht, dass hier dieser Hohlraum war, sieht man hieran, dass hier noch frische Grabspuren sind vom Dachs. Also der Dachs hat sehr lange ausgeprägte Vorderbrante
und kann damit sehr gut graben, vor allem hier in dem doch recht lockeren Boden. Nach 2 Stunden hat der Bagger einen über 3 Meter tiefen Graben quer durch den Bau freigelegt. Das erste Ergebnis: Dachs und Fuchs haben hier bis 3,30 Meter tief gegraben. Um zu sehen, wie die einzelnen Röhren miteinander verbunden waren, sprüht Christoph Janko den Verlauf der Gänge auf den Querschnitt. Gute 30 Meter laufen die Röhren unterirdisch. Offensichtlich treffen sich die Gänge dann im Zentrum des Baus. Interessant finde ich eher diese ganze Vernetzung. Also die Tiere schaffen es, den Bau hier innen unter der Erde zu vernetzen. Wir haben immer wieder Quergänge entdeckt, die sich aufteilen. Und das ist einfach das Interessante daran, dass die Tiere sich unter der Erde so orientieren können und die Verschachtelung hier dann unten so toll hinbringen. Die jahrzehntelange Arbeit von Fuchs und Dachs. Ausgegraben, um hier künftig Kalk abbauen zu können. Ehemalige Bewohner werden hier also keine Unterkunft mehr finden. Für die Tiere ist das allerdings kein Problem. Ich denke mal, hier in unserem Bereich gibt es so viele Sandböden, wo er letztendlich auch wieder ohne Probleme relativ nahe wieder neue Behausungen findet.